Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Quest Ausreißer. Ich habe Stegs Nestei beschafft, das nichts weiter als ein seltsames, verwirrtes Pergament zu sein scheint, das ich nicht entziffern kann. Es wird Zeit, dass ich Stegs gebliebte Rindi finde und ihr alles erzähle. Bestimmt ist es die, die vor uns steht. Die Frage ist, haben wir denn dieses Ding jetzt hier bei Gegenstände drin? Kann man sich das angucken, was wir da eingesammelt haben, oder... Mysteriöses Pergament. Dieses abgewetzte Schriftrolle wurde in einer geheimnisvollen Kurzschrift verfasst, die unleserlich für jeden ist, der sie nicht kennt. Tja. Da werden wir dann wohl Pech haben. Wir gehen mal zu ihr hin. Das wird bestimmt die Rindi sein. Rindi. Hallo. Ihr kennt mich nicht, doch ich habe euch beobachtet. Ich heiße Rindi. Das Pergament, das ihr bei euch tragt, es gehört mir. Steg hatte es immer als Hochzeitsgeschenk vorgesehen. Gebt es mir, seid so gut. Die klingt aber so... So komisch. Erzählt mir von der Familienrivalität. Was ist mit Steg? Ihr seid Rindi Zunga. Was ist mit Steg? Ich frag mal danach. Was ist mit ihm? Ich bin hunderten von Männern begegnet, die mehr nach meinem Geschmack sind. Aber sie hatten nicht, was Steg hat. Die Daquari-Karte. Nachdem ich erfahren hatte, dass Steg sie hat, musste ich handeln. Ich war bereit, alles zu tun, sogar den Narren zu heiraten. Oh, die hat ihn voll verarscht. Das finde ich gar nicht toll. Erzählt mir von der Familienrivalität. Ihr habt richtig gehört. Die Daquaris und die Zunga sind sich spinnefeind. Aber zeigt mir zwei Familien in Apotüre, die befreundet sind. Und ich zeige euch einen Gnom mit Gewissen. Daquari-Karte? Ganz genau. Die legendäre Schatzkarte der Familie Daquari. Damit kann ich mir ein neues Leben aufbauen. Den Namen Zunga ablegen und von vorn anfangen. Ihr seid Rindi Zunga. Sprecht niemals meinen Namen aus. Ich hasse es, ihn zu hören. Zunga. Er klingt nach Würgen, nach einem Schädel, der unter einem Hieb zerbricht. Wenn ich ihn höre, wird mir übel. Bald werde ich einen neuen Namen und ein neues Leben haben. Ja, aber auch mit dem Typen, den wir befreit haben. Aber ihr habt Steg geliebt. Wenn ihr das glaubt, seid ihr so dumm wie er. Wohl kaum. Ihr wisst nicht, was ich alles ertragen musste, um so weit zu kommen. Diesen Narren bezirzen, falsche Versprechungen machen. Ich würde für das Pergament sterben. Ich werde dafür töten. Ja, dann. Blöde Kuh. Tut mir leid. Aber das war richtig blöd. Deine Kohle habe ich auch noch mitgenommen. Manu. Und der hat sich. Und wir haben ihn befreit, damit er sich freuen kann. Und sie hat ihn halt voll verarscht. Scheiße. Immer dasselbe hier in Amalur. Jeder verarscht hier jeden. Gibt's denn keine Menschen mit Zusammenhalt und ehrlichem Herzen? Tja, anscheinend nicht. Wir gehen zurück. Mal gucken, ob uns das hilft. Hier sind schon wieder Leute, die uns angreifen. Ja, okay. Und ihr da vorne wollt bestimmt auch noch mal. Komm her. Noch einer. Das ist der nächste. Was haben wir hier? Eine Truhe. So, seid ihr hier? Wo seid ihr denn? Ihr wollt mich die ganze Zeit angreifen, aber keiner tut's irgendwie. Na gut, die sind bestimmt da oben auf der Brücke. So, da bist du ja. Ach, Steg, es tut mir so leid. Ihr habt die Karte, aber Rindi habt ihr nicht gesehen, oder doch? Sie ist anmutig, strahlend, wie eine Oase an einem Sommertag. Ich war mir sicher, sie ist hier. Sie sagte, die Sterne selbst würden nicht so lange warten wie sie. Henry ist weg. Was soll das heißen? Sie ist fort. War ihre Furcht zu groß? Ist sie zurückgeblieben? Ich hatte es befürchtet. Ich konnte sie nicht glücklich machen. Doch, ich habe sie nicht gefunden. Genau das ist passiert. Sie hat euch nie geliebt. Das ist eine Lüge. Ihr kanntet sie nicht so gut wie ich. Ihr seid fremd in Apotüre. Ihr könnt das Pergament behalten. Es ist eine Karte, gezeichnet von meinem Großvater. Sie zeigt alle Daquari-Schatzverstecke in Apotüre. Ich will sie nicht. Nicht mehr. Was nützt mir Reichtum, wenn ich ihn nicht mit meiner Liebe teilen kann? Was nützt mir irgendetwas? Das ist auch mega scheiße. Ich will das ja auch gar nicht. Ich musste ihm jetzt sein Herz brechen. Aber ihr die Karte geben, so wollte ich auch nicht, weil sie hat ihn halt voll verarscht. Toll.
Und ich dachte, jetzt kommt sowas wie, oh nein, sie hat mich voll verarscht halt. Und, oh, aber danke, dass ihr mir das gesagt habt, dass ich das jetzt weiß. Und oh, mein gebrochenes Herz, aber ich werde eine andere finden. Aber stattdessen glaubt er mir nicht und ich fühle mich schlecht. Sie sind nicht so böse, wie manche denken, aber schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. Das beweisen meine Narben. Oh, es tut mir so leid. Ich wollte das doch nicht. Oh Mann. Immer dasselbe hier. Ach ja. Voll der blöde Quest hier. Na gut, dann machen wir jetzt das andere, Knochenstadt. Ich habe Bürgermeister Eswins in Weifels versprochen, gegen einige der kriminellen Bergbaufamilien vorzugehen, die die Region heimsuchen. Er möchte, dass ich dazu die Grundstücksurkunde der Skoria-Mine aus dem alten Hauptquartier der Motus Bergbaugesellschaft östlich des Dorfes hole. Tja, dann werden wir da wohl jetzt mal hinreisen. Ab hier. Jetzt, Mann. So, oh, dann laufe ich da eben hin. Ah. Nervig. So. Ich glaube, hier sollen wir hin. Nein, lasst mich in Ruhe. Jetzt kommen sie da rausgesprungen. Ich bin schon drin. Sollen sie da draußen rumlungern. So, hier soll ich jetzt rumkriechen und die Urkunde holen. Ob das so toll ist, weiß ich auch nicht. Ach, hier, guck mal. Ruin Imas. Noch kein Kulminit, nehme ich an. Der Gestank der Minen haftet nicht an euch. Wo sind die Erzvorkommen? Apotüre, Motus Bergbaugesellschaft. Motus ist nicht die einzige Bergbaugesellschaft in Adessa, aber die einzige, die zählt. Unsere Effizienz ist so legendär wie unsere Gleichgültigkeit gegenüber Menschenleben. Ruin Imas. Ich war ein Scholar der Motus Bergbaugesellschaft. Einer von sechs. Vier der anderen starben an den Folgen giftiger Dämpfe. Und der letzte nahm sich in der Schlangenschlucht das Leben. Hat sich die Taschen mit Tyrenium vollgestopft und ist versunken wie ein Stein. Jetzt gibt es nur noch Guyan und mich. Wir tun, was wir vor Jahren in unserer Ausbildung gelernt haben. Das ist kein übles Leben. Allerdings macht das Rattenfleisch nicht satt. Ich werde die Scham über das, was hier passiert ist, mit ins Grab nehmen. Aber ich will nicht mehr darüber reden, sondern unsere Fehler bereinigen. Mein engster Vertrauter hat sich der Untersuchung der dunkleren Mysterien der Welt verschrieben. Er ist unten. Ich habe ihm dort ein Labor eingerichtet, nachdem sie ihn aus Adessa verjagt hatten. Weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, jetzt den auch noch wieder zu beklauen. Fühle mich da ja immer nicht so wohl mit. Die Motus Bergbaugesellschaft sucht euch. Aha, nehmen wir mal mit. Und der ist jetzt hier im Keller. Können wir mit einem anderen auch noch mal reden? Guyan? Meine Grüße an die wissbegierige Reisende. Was möchtet ihr von uns? Ja, schnacken. Oder so. Oder vielleicht noch mehr Dietriche kaufen, wenn ihr welche habt. Wenn wir schon mal hier sind. Okay, erzähl mal was über dich. Meine Zeit bei der Motus Bergbaugesellschaft hat mich vieles über die Trankherstellung gelehrt. Ich verbringe einen Großteil meiner Freizeit, indem ich mit neuen Reagenzkombinationen experimentiere. Ich kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie nach ergiebigeren Erzadern suchen. Aber es ist dennoch enttäuschend, dass Sie es nicht für nötig erachten, meine Position aufrechtzuerhalten. Hm, okay. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht. Ich mag das nicht, was ich hier mache. Hier kann man durch. Wenn wir das hier jetzt hier aufmachen, was passiert dann? Ja, sehr schwer. Das verbraucht jetzt ein paar Dietriche, aber kriegen wir schnell hin. Okay, kriegen wir gerade nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Oh, ich werde die noch alle wieder verbrauchen, ne? So, jetzt aber. Jawohl. Wenn wir da reingehen, was passiert dann hier? Was ist jetzt hier unten? Voll der mysteriöse Keller mal wieder. Ich weiß, wir müssen hier gar nicht rumrennen, aber ich möchte schon gerade wissen, was hier los ist. Come on.
jetzt hier irgendwas Tolles drin oder so? Hier kann man auch rein. Sind hier irgendwelche Gefangenen? Aber hier sind Truhen, immerhin. Vielleicht können wir hier ein bisschen was finden, was Tolles. Wenn wir schon mal hier sind. So, nehmen wir alles mit. Das meiste werfe ich davon wieder eh weg, aber... Ja. Weichkrabbelpulver. Hey, und was haben wir hier? Auch irgendwelche Sachen? Hier ist nichts, was uns interessieren könnte. Da ist noch eine Truhe. Mal die andere Seite abklappern. Schwer mal wieder. Oh, schön, schön. Freut uns. Da gehen die Dietriche schon wieder hin, ne? So, das will ich auch nicht haben. Und dann gibt es noch die Seite. Und dann hätten wir den Keller hier durchforstet. Aha. Ne, hier war ich jetzt schon, ne? Oder? Ja, anscheinend. Okay. Ja. Was ist da jetzt noch? Warum wird mir das da angezeigt? Ach so. Hier soll ich lang? Was war denn dann auf der anderen Seite? Weiß ich jetzt gar nicht. Werd's vielleicht nicht erfahren. Ich laufe ja wieder gerade so. Egal. So. Dann werden wir uns mal die Urkunde klauen, weil ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Es gefällt mir zwar alles immer nicht, aber jetzt haben wir den Quest angenommen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Der bemerkt uns natürlich total, bis er uns irgendwann mal vergisst oder schläft. Jetzt vergisst er uns langsam, weil er in die Ecke geht. Und er sieht uns nicht, er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Bis er eine Runde dreht. Okay, jetzt könnte es langsam was werden. Und jetzt. Da haben wir es. Das war's. Tja, mögen tue ich das nicht, aber was steht denn da eigentlich drauf? Kann man das vielleicht lesen? Gegenstände. Wo haben wir es denn? Grundstücksurkunde der Skoria-Mine. Diese offizielle Eigentumsurkunde weist Ada Skoria als Besitzer der Skoria-Mine in Apotyre aus. Sie sichert dem Besitzer das Grundstück und sämtliches dort entdecktes oder abgetragenes Erz zu. Hm. Aber dann ist es doch nicht seins. Ada Skoria. So, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt gehe ich nochmal rein. Und du bist der Guyan? Okay. Wo ist jetzt der andere? Da. Das ist Ruin Imas. Wer ist denn jetzt Ada Skoria? Skoria oder wie auch immer. Ich bin verwirrt. Hä? Denn der andere, das ist ja der Bürgermeistertyp. Jetzt, hä? Oh Gott, ich will ja nicht schon wieder Blödsinn machen hier. Bin ganz durcheinander. Ja, wir reden mal mit ihm. Vielleicht haben wir ja wieder die Entscheidung, ob wir sie ihm geben oder nicht. Die haben immer noch nicht anscheinend gemerkt, dass der andere frei ist. Den haben wir aber... Mittlerweile habe ich ihn gerne freigelassen. Schade, dass es aber blöd gelaufen ist, dass die andere ihn verarscht hat. Hallo. Hi. Du bist der Bürgermeister. Deins ist es doch auch eigentlich auch nicht. Gut gemacht. Ich hatte schon Angst, dass Zunga Gesocks würde euch Ärger machen. Ja, aber wie geht's... Ein Hindernis für den Fortschritt. Der alte Mann glaubt immer noch, dass Apotyre durch reine Willenskraft wieder nach oben kommt. Oh, aber so der war, dann ist es auch nicht seine offiziell, oder? Immer wir können ja gar nicht verfolgen, ob das so rechtens sein ist. Es ist alles scheiße gerade. So die Quests mag ich nicht. Ich hatte recht, was euch angeht. Ich habe ein Auge für vielversprechende Dinge. Wie beim Goldschürfen. Ich habe eure Waffen bemerkt. Ich nehme an, ihr wisst, sie einzusetzen? Es ist ein Jammer, doch wir können Weißfels nur säubern, indem wir sie beschmutzen. Wir haben erfahren, dass Ada Skoria sich vielleicht mit der Künrig-Familie in ihrem alten Tyrenium-Steinbruch versteckt. Sucht dort nach ihm. Oh, das sind bestimmt voll die alten Schweine. Armen Schweine, meine ich, nicht alten Schweine. Armen Schweine, und ich habe den jetzt auch noch das... Oh, das gefällt mir nicht. Wo ist der Künrig-Steinbruch? Der Steinbruch ist ganz in der Nähe, in der Schlucht im Süden. Er ist die wichtigste Einrichtung in Apotyre. Kein Klumpen Erz kann ohne ihn verarbeitet werden. Es ist ein Jammer, dass die Künrigs niemanden hineinlassen. Was willst du denn jetzt von denen auch noch? Ich will dir nicht helfen, hier deine Drecksarbeit zu machen. Die Künrig-Burschen halten das alles für ein Spiel. Jetzt mögen sie noch lachen, aber wir wollen doch mal sehen, wie ihnen eine Kostprobe ihrer eigenen Unbarmherzigkeit schmeckt.
Sie sind die zweitälteste Familie in Apotyre und steuern direkt aufs Gefängnis oder den Friedhof zu. Na toll. Steinbruch durchsuchen. Hey. Wir sind voll die Fiese, irgendwie. Die jetzt hier echt... Ich kann dieses Recht- und Unrecht-Ding mag ich immer gar nicht unterscheiden, aber... Wenn das so arme Leute sind und dann wurden die da auch noch... Oh, ich weiß nicht. Das ist so... Oh. Ja, wir gehen zum Steinbruch. Da waren wir anscheinend auch schon. Von daher... Hi. Ab in den Steinbruch. Vielleicht wären die Leute, hätten mit uns geredet, wären wir nicht, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob die uns sowieso angegriffen hätten, aber jetzt sind sie natürlich alle gesetzloser. Na gut. Wenn das wirklich Gesetzlose sind, dann bitte, dann ist mir das egal. Aber wenn sie jetzt nur die Feinde sind, weil wir die Quests annehmen, das ist immer scheiße. Aber ich gehe mal einfach davon aus, die sind wirklich doof. Doofe, gemeine, fiese Leute. Dann ist das natürlich was anderes. Dann können wir die auch einfach guten Gewissens alle abmetzeln. Lalalala, dann habe ich auch gar nicht Dreck am Stecken. So, dann wollen wir hier mal hin. Den Laden aufmischen. Hallo? Da ist er ja und oh, ihm gehörte das Pergament eigentlich, ne? Voll scheiße. Wer seid ihr? Was tut ihr so weit hier unten im Süden? Man sollte meinen, die Kündrigs würden reichen, um alle Welt fernzuhalten. Ich bin wegen euch hier. Oder erzähl mal was über dich. Wir haben hier keine Anführer. Wir sind eine Familie. Und ich spreche nur deshalb für die Bergarbeiter von Skoria, weil ich es leid bin, wie man uns behandelt. Und es mir egal ist, ob ich lebe oder sterbe. Zu den Feuern mit den Darkvari, den Kynrex und den Zungars. Sie haben ihren Weg gewählt und wir Skorias den unsrigen. Es gibt noch immer so etwas wie Stolz, wie Würde. Bürgermeister Eswin. Was hat euch diese Schlange erzählt? Dass ich ihm die Skoria-Mine verkauft habe? Ich würde so etwas niemals tun. Nur weil er im Haus des Bürgermeisters lebt, heißt das noch lange nicht, dass er ein Mann von Ehre wäre. Er kam vor 6 Monaten hierher und sagte, er würde Weißfels wieder Leben einhauchen. Seit diesem Tag wurde mein Volk entweder eingesperrt oder von seinen plündernden Söldnern getötet. Oh nein, ich hab's gewusst, ey. Voll der arme Mann. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Was tue ich hier? Versucht einmal in einem Dorf zu leben, dessen Bürgermeister euch tot sehen will. Die Bergarbeiter von Apotyre kennen den Kynrex-Steinbruch gut. Er ist für die meisten von uns eine zweite Heimat. Wir haben dort früher Tyrenium abgebaut und es nach Adessa exportiert. Ich heiße nicht gut, was die Kynrex tun, um zu überleben. Doch ich respektiere ihre Weigerung, sich zu beugen. Ich weiß noch, wie meine Onkel mich zum ersten Mal herbrachten. Kurz nachdem die Gnome Papa Kester als ersten Vormann rekrutiert hatten. Ich war damals begeistert. Wir arbeiten seit Dekaden in der Mine. Und kein neuer Bürgermeister wird uns nehmen, was wir im Schweiße unseres Angesichts verdient haben. Habe ich mir fast gedacht. Ich sag mal kurz Ade, weil ich jetzt kurz hier speichern werde, weil ich nämlich nicht weiß, ob... ja, komm, Spiel, hör auf zu stocken. Nein! Oh, ich doof, ne? Ich hab geladen statt gespeichert. Ich bin doch so blöd. Ich bin doch so blöd. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin so blöd. Ich wollte speichern. Ich hab schon gerade gedacht, während ich das so unterbewusst machte. Ja, sowas passiert schnell. Kennt ihr bestimmt auch. Wir sehen uns gleich wieder. Nein, ich wollte speichern. Und natürlich werde ich es gleich noch machen. Kein Problem. Speichern, um dann zu gucken, ob man das Ganze nochmal aufhalten kann. Der Witz ist, dass ich jetzt natürlich an einer Stelle bin, wo ich ihr das Pergament nochmal wiedergeben könnte. Wollen wir das mal machen, dass wir den ganzen Spieß umdrehen? Oder ist das eine gute Entscheidung? Hallo, ihr kennt mich nicht, doch ich habe euch beobachtet. Das Pergament, das ihr bei euch tragt. Oder wir versuchen, sie nochmal zu überzeugen. Als Hochzeitsgeschenk vorgesehen. Vielleicht. Ha!
Aber er kann mich nicht versorgen. Er kann sich kaum selbst versorgen. Seht nur, wie leicht er gefangen genommen wurde. Aber vielleicht habt ihr recht. Er verdient das nicht. Nicht von mir. Es gibt nur noch wenige sanfte Seelen in Apotyre. Ich möchte nicht die letzte töten. Ich werde allein in die Welt ausziehen. Hey. Und jetzt können wir zu ihr zurück, ohne dass sie gestorben ist. Manche Dinge sollen passieren, ne? Manche Dinge sollen passieren, damit man sie nochmal machen kann. In dieser Version lebt Rindy noch. Okay, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir den Quest so irgendwie beenden, aber vor allem, weil ich jetzt eigentlich gerade mich um den anderen gekümmert habe. Aber interessant, dann laufen wir jetzt nochmal zu ihm. Und sie lebt noch. Okay, wir haben natürlich jetzt in der Version überhaupt nicht mit ihr darüber geredet. Aber mal gucken, was er jetzt dazu sagt. Wir wissen ja, was sie sagen würde, von daher. Hä, wie witzig. Och, Leute. So, Wunderbärchen. Dann nochmal zurück. Zu ihm. Der müsste da hinten ja jetzt wieder stehen. Irgendwo. Aber sie lebt noch. Wie krass. Wie krass diese Wendung, weil wir sie jetzt auch erfolgreich überzeugen konnten. Er ist jetzt direkt unter uns, ne? Ich muss mal nach unten. Hui. So. Ja, kommt ruhig alle. Alle auf einmal. So, da hinten steht er jetzt. So, nochmal das Ganze. Ihr habt die Karte, aber Rindy habt ihr nicht gesehen, oder doch? Sie ist anmutig. Naja. Ich war mir sicher, sie ist hier. Ja. Sie sagte, Henry ist weg. Die Sterne selbst. Was soll das heißen? Sie ist fort. War ihre Furcht zu groß? Klar. Ist sie zurückgeblieben? Ich hatte es befürchtet. Ich konnte sie nicht glücklich machen. Genau das ist passiert. Ich habe sie nicht gefunden. Sie hat euch nie geliebt. Jetzt könnten wir das Ganze natürlich nochmal anders beantworten. Genau das ist passiert, ist leider die Wahrheit. Er hat sie anscheinend nicht glücklich gemacht. Das war ja wohl scheißegal. Sie wollte ja eh nur die Karte. Oder ich habe sie nicht gefunden. Was aber gut ist, dass sie nicht... Sie hat euch... Ich habe sie nicht gefunden, sag ich mal. Sie ist wirklich fort. Ich verstehe. Für einen kurzen Moment hatte ich die Sonne ganz für mich allein. Und nun muss ich sie für die ganze Welt scheinen lassen. Solche Wärme muss geteilt werden. Bitte, behaltet das Pergament. Es ist eine Karte gezeichnet von meinem Großvater. Sie zeigt alle Darkvari-Schatzverstecke in Apotyre. Sie ist das Beste, was ich euch geben kann. Ja, andere, es ist eine andere Wendung. Natürlich darf ich jetzt alles nochmal einsammeln und muss auch zu dem Bürgermeister nochmal, aber wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das besser, als sie getötet zu haben. Und so oder so entscheidet sie sich nicht für ihn, wie man sieht, weil sie wollte die Karte, aber sie hat von sich selber bei der Überzeugung wenigstens gesagt, dass sie sich blöd fühlt und ihm das nicht antun möchte. Interessant. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass sich das Blatt nochmal so wendet. Kannst du bitte dann die... Hallo, da stand sehr leicht. Können die Dietriche bitte mal nicht brechen? Oh ja, das nervt. So, das nochmal eingesammelt. Im nächsten Part beginne ich natürlich genau da an der Stelle bei dem anderen nochmal. Ich laufe jetzt nochmal zum Bürgermeister und kann ja auch da leider nicht wählen, dass ich das machen möchte. Aber ich wollte vorhin eigentlich nur speichern, um für den Fall, dass sie den gleich angreift, dass ich dann das einfach in Ruhe lasse. Dann kümmere ich mich nämlich einfach mal nicht um den. Und lass den Quest sonst offen, bevor ich den noch töte. Also das wäre sehr, sehr blöd. Und ich dachte, ich wollte speichern. Stattdessen habe ich geladen und wir haben... Na, wo sind sie? Her mit eurem Nehmt euch hin. Die sind doch so doof hier alle, echt. Die sind doch so doof. Wo ist... Ja, noch einer. Ist klar. Und noch einer. Wo? Oh. Komm ruhig. Komm. Ja, ist klar.
Können nicht genug kriegen, ne, die Leute. Okay, im nächsten Part sehen wir uns an derselben Stelle wieder, wo ich aus Versehen geladen habe. Und dann mal gucken, was sich da noch entwickelt. Bis dann.